بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Das letzte Mal haben wir über Al-Istinja und Al-Istijmar gesprochen und wie man das alles durchführt. Heute sprechen wir direkt über Al-Wudu. Al-Imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani sagt: Sunan al-Wudu وكيفيته العامة. ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل دخولهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، ومسح الأذنين سنة، وباقيه فريضة. الإمام sagt سنن الوضوء، دي السنن باي der Wudu, bei dem Wudu. وَكَيْفِيَتُهُ الْعَامَّةِ. Und eine allgemeine Beschreibung für Wudu. Eine allgemeine Beschreibung. Er sagt, وَمِنْ سُنَّةِ الْوُضُوء غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ دُخُولِهِمَا فِي الْإِنَاءِ. Und zu der Sunna von Wudu gehört, dass man die beiden Hände wäscht, bevor man sie in den Ina, in den Schüssel reinmacht. Das ist eine sehr wichtige Sache. Denn viele, auch wenn sie das mit Schüssel machen, sie nehmen das Wasser von dem Schüssel so rein. Und dabei haben sie die Sunna verpasst. Und die Sunna ist, dass man den Schüssel nimmt und Schüssel auf der rechten Seite legt, stellt. Wenn das eine offene Schüssel ist. Wenn es eine zugeschlossene Schüssel mit einer kleinen Öffnung wie Kanne, dann kann man das nicht auf rechte Seite machen. Dann kann man auf der linken Seite machen. So sagen die Ulama. Denn du musst das unbedingt benutzen. Ja? Deswegen, du benutzt ja linke Hand, damit du ja mit der rechten Hand das Wasser nimmst. Weil das Wasser nimmt man mit der rechten Hand. Also, wenn der Schüssel offen ist, dann legt man oder stellt man den Schüssel auf der rechten Seite. Er sagt, von der Sunna ist, dass man die Hände wäscht, bevor man sie in die Schüssel reinbringt. Es gibt zwei Sunnen, wie wir das letzte Mal erwähnt haben. Es gibt die Sunna nach dem Aufstehen. Das ist eine unabhängige Sunna, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Da sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم, jeder der vom Schlaf aufsteht, er darf seine Hand nicht in den Schüssel reinmachen, erst nachdem er das dreimal wäscht, denn man weiß nicht, wo die Hände waren beim Schlaf. Manche sagen, die Sunna hier ist nicht nur, dass man die Hände wäscht nach dem Schlafen, sondern dreimal. Das ist die Sunna. Das heißt, wenn du zweimal gemacht hast, dann hast du die Sunna nicht gemacht. Weil Muhammad sagt,
Das ist eine gottesdienstliche Handlung. Die kommt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Du musst oder du sollst das dreimal waschen. Ja? Und manche sagen, beides ist Sunnah. Ja? Und das ist die richtige Meinung, inshallah ta'ala. Dann sagt er, غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ دُخُولِهِمَا فِي الْإِنَاء. Wenn man die Waschung anfangen möchte, al-Wudu, dann gießt man Wasser auf der rechten Hand und man nimmt dieses Wasser in den beiden Händen. Wir werden darüber sprechen später. Aber er sagt hier, zu den Sunnen gehört. Und wenn er sagt, zu den Sunnen gehört, das und das und das, das heißt, er will uns nicht alles erzählen von den Sunnen. Und das hat er auch wirklich nicht getan. Dann sagt er, das Waschen der Hände, bevor man sie in den Schüssel reinbringt, والمضمضة. والمضمضة, dass man das Wasser in den Mund reinmacht und dann damit hin und her auf den Seiten im ganzen Mund das Wasser rollen lässt. Und danach was rausmachen. Warum sage ich danach rausmachen? Nur dann heißt das Madmada. Wenn man das schluckt, dann hat man die Sunna nicht gemacht. Dann heißt das nicht Madmada. Madmada hat zwei Bedingungen. Das sagen die Ulama. Madmada hat Al-Majj. Al-Majj, das heißt das Ausspucken oder das Rausnehmen von und Al-Khadkhada. Das ist Al-Khadkhada. Also Khadkhada, dass man das Wasser hin und her rollen lässt. Und dann Al-Majj, das heißt das Rausbringen von dem Wasser. Erst dann heißt das Madmada. Ja, es gibt von den Sunnen, die zu Madmada gehören. Guck mal, er hat ja bestimmte Sunnen gehört. Aber für jede Sunna gibt es auch Sunnen. Zum Beispiel Sunnen Madmada, dass man bei Madmada übertreibt. Genauso wie bei Istinshaq und Istintar. Was heißt übertreibt? Man kann das Wasser nehmen und dann das muss man auch bis zum Hals und dann rausspucken. Das gehört auch zu den Sunnen. Und natürlich gehört zu Sunnen Madmada, dass man die Zähne putzt mit Siwak bzw. was Ähnliches. Während Wudu. Das heißt, man hat seine Hände gewaschen und dann putzt man die Zähne. Du bist immer noch in Wudu. Und danach machst du Madmada. Das gehört zu den Sunnen von Madmada. Aber das, was er erwähnt hat, Al-Madmada, die zweite. Al-Istinshaq. Al-Istinshaq kommt vom Wort Tanashuq. Und Tanashuq auf Arabisch heißt Asham, riechen. Das ist Tanashuq. Und Al-Istinshaq, Shar'an, in der religiösen Sprache, heißt es, dass man das Wasser in der Nase reinmacht, bis das Al-Khayshum erreicht. Al-Khayshum ist der Anfang von hier. Bis man Al-Khayshum erreicht, das ist Al-Khayshum. Also das Wasser reinmacht, reinzieht und danach mit der linken Hand. Und zwar mit den beiden Fingern. Sababa und Ibham, Zeigefinger und Daumen. Dass man Al-Istinthar macht. Deswegen sagt Wal-Istinthar. Al-Istinthar, das ist das Rausbringen. Das heißt so und dann drücken. Mit Nafas, mit Luft. Luft, Druck und danach mit den beiden Fingern drücken. وَمَسْحُ الْأُدُنَيْنِ سُنَّةِ sagt der Imam. Und das Streichen über die Ohren ist auch eine Sunna. Und hier gehört zu diesen Sunnen, gibt es viele andere Sunnen. Es gibt zum Beispiel das Zurückstreichen von dem Kopf. Das Hin ist ja Fard, ist eine Pflicht. Aber das Zurück ist eine Sunna. Ja? Oder dass man extra Wasser für die Ohren nimmt. Ist es auch Sunna. Ja? Das hat er alles nicht erwähnt. Und deswegen werden wir inshallah danach auch die Sunnen alle zusammen und gepackt erwähnen, damit wir das haben.
إذاك ومسح الأذنين سنة. Und der Masch von Udunain ist auch mit zwei Fingern. Mit Ibham, der in den Ohrläppchen kommt. Und Al-Sababa, das heißt Zeigefinger, der so, der ist von draußen. Und das andere ist von hinten. Manche Ulama, wie Imam Lachmi, so wie ich gelesen habe, sie sehen das Makruh, dass man bei diesen Drehungen geht, sondern es reicht, wenn man so von innen macht und von außen. Ja, und nicht unbedingt, dass man mit diesen Drehungen geht. Dann sagt er, وَبَاقِيهِ فَرِيدَ. Und der Rest ist Farida. Was meint er mit dem Rest? Das, was er danach erwähnt, denn der Rest, es gibt ja bei Faraid, bei den Pflichten von Wudu 4, wo es Konsens von den Gelehrten ist. Und 3, die sind umstritten. Ja? Und diese 4, die sind ja in der Ayah von Surat Al-Ma'idah erwähnt. Das ist ja die 4 Teile. Also Gesicht und Hände bis zu den Ellenbogen und dann Kopf streichen und die Füße waschen. Das sind 4. Bei den Malikiten kommen noch 3 dazu. Und zwar Niyya. Pflicht ist eine Pflicht, die Absicht. Das ist die religiöse, dass du eine religiöse Handlung machen wirst für das Gebet oder um den Ereignis aufzuheben, was du hattest. Also das ist das Bedarf einer Niyya. Und Ad-Dalk, sagen die Ulama von Malikiten. Dalk heißt reiben, weil sie sagen, waschen heißt waschen erst, wenn du reibst. Ansonsten, wenn ich so mache, habe ich meine Hände gewaschen? Habe ich nicht gewaschen. Auch wenn ich Wasser drauf mache, habe ich nicht gewaschen. Deswegen haben sie gesagt, man muss Delk führen. Das heißt, man muss unbedingt reiben oder drücken. Oder, ja? Und sie sagen, das dritte ist Al-Fawr. Al-Fawr, das heißt, dass hintereinander durchführen von den einzelnen Sachen von Wudu. Nicht, dass du deine Hand hier rechts wäschst und danach redest du mit deinen Freunden, wie war das mal und jenes und so. Und dann machst du weiter. Geht nicht. Ja? Das heißt, man muss das hintereinander schalten. Hintereinander schalten. وَبَاقِيهِ فَرِيدَ. Es gibt bei anderen Ulama Al-Mualat. Das heißt, dass man die Reihenfolge betrachtet. Das heißt, du fängst doch mit Gesicht, also mit Händen und so, und dann kommt Gesicht und dann rechte Hand bis Ellenbogen, dann linke Hand bis Ellenbogen. Also diese Reihenfolge betrachten. Aber bei den Malikiten gehört das nicht zu den Faraid, gehört sogar nur zu Sunan. Ja, es gehört nur zu den Sunnen. Also, dann sagt er, wenn wir, bevor wir mal jetzt anfangen mit der Beschreibung von Wudu, dann können wir mal die Sunan nennen, von Sunan al-Wudu. Er hat ein paar genannt, dann sagen wir mal Al-Madmada, also Ghaslul Yadayn, also die Hände bis zu den, wie heißen die hier? Knöchen. Handknöchen. Handgelenk. Das ist aber auch Gelenk. Oh, okay. Ellenbogen, okay. Dann bis zu Handgelenk, dreimal waschen, das gehört zu Sunan, Madmada. Stinshaq, Stinthar, und dann kommt es noch dazu, Masch al-Udunayn, die Ohren, und dann kommt die andere Sunna, dass man für die Udunayn, für die Ohren extra Wasser macht, das ist auch eine Sunna, das zurückstreichen von dem Kopf, also zurück
kommen. Und dann kommt von der Sunna al-Muwalat die Reihenfolge. Die Reihenfolge der Teile zu betrachten gehört zu Sunnen. Und dann haben wir gesagt, ja, es gibt ein paar Ulama, sie haben Siwak dazu noch erwähnt. Siwak, sind Sie das in, insgesamt? Und Stinshaq und Stintar, genau. Stinshaq und Stinshar auch dazu. Das sind 11 insgesamt. Gut. Dann sagt der Imam, فمن قام إلى وضوء من نوم أو غيره فقد قال بعض العلماء. Er sagt, der zu dem Wudu aufsteht, sei es so, dass er vom Schlaf aufgestanden ist oder von etwas anderes. Warum sagt er das? Dieses Qama in der arabischen Sprache könnte heißen, wach werden. Komm, komm, minan naum, das heißt, stehe auf, wach auf. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Manche Ulama sagen, also hier ist damit gemeint, wenn man aufwacht vom Schlaf. Deswegen, weil es Meinungsverschiedenheit gibt, hat der Imam hier dazu gesagt, sei es vom Schlaf aufstehen oder nochmal, also stehen zum Wudu, damit er diese Sache klar macht. Also es hat nicht nur mit Schlaf zu tun, sondern wenn du die Absicht hast, dieses Qama heißt Absicht haben, etwas zu tun. In arabischer Sprache. Noch allgemeiner als aufstehen nur. Ja? Du begibst dich auf etwas. Du machst auf einmal, du willst etwas unternehmen. Das ist Qumtu ila Shay. Ja? Ich bin gegangen, um diese Sache zu unternehmen. Und das ist hier. فَمَنْ قَامَ إِلَى وُضُوءٍ مِنْ نَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ Der zu Wudu aufsteht, sei es aus dem Schlaf oder von woanders. فَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ Er sagt, manche Ulama sagen, manche Ulama, was meint er mit Ulama hier? Er redet nur über Malikiya. Dieses Buch spricht nur über Malikiya, er redet nicht über andere. Also, manche Ulama sagen, und das heißt, in der Rechtsschule gibt es Meinungsverschiedenheit. يَبْدَأُ فَيُسَمِّ اللَّهِ Er fängt an mit Bismillah. Und hier gibt es wirklich Meinungsverschiedenheit. Denn es gibt 3 Überlieferungen über Imam Malik und alle 3 sind voneinander unterschiedlich. In einer Überlieferung sagt Imam Malik, Makruh, Bismillah zu sagen. Makruh, Bismillah zu sagen. Warum ja Imam? Er sagt, wir haben das gar nicht erlebt in Medina, dass die Sahaba und die Tabi'in, Bismillah, am Anfang von Wudu gesagt haben. Und in einer anderen Ulama, er hat das nicht als Makruh bezeichnet, sondern er sagt Mubah. Man darf das tun. Man darf das tun. Und in einer anderen Überlieferung hat er das empfohlen. Hat er das empfohlen. Manche Ulama von Al-Hanabila, sie sagen, es ist Pflicht sogar. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, La wudu ali man lam yadkur ismillahi fihi wa yusammi allaha fihi. Wudu ist ungültig für denjenigen, der nicht Bismillah dabei sagt. Aber dieser Hadith ist zwar authentisch, nur die Erläuterung von dem Hadith kann man darüber streiten und diskutieren. Den erstmal lam لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله فيه auf Arabisch. Wudu ist ungültig für denjenigen, der dabei Allah nicht gedenkt. Gedenkt. Allahs nicht gedenkt. لم يذكر اسم الله فيه. Der den Namen Allahs nicht gedenkt. Er sagt ja, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dabei im Herzen hat.
Das heißt, du machst das für ihn. Nun, nicht nur, um dich frisch zu machen. Ja? Das ist ja der Kurs von Allah. Das heißt, du sollst Allahs Namen dabei im Vordergrund stellen. Ja, das ist ja. Wofür tust du das? Deswegen wäre dein Wudu ungültig, wenn du diese Sache nicht im Vordergrund hast. Für wen tue ich diese Wudu? Ja? Nach den anderen Ulama, sie nehmen den Hadith so. Der Wudu ist ungültig für denjenigen, der nicht Allahs Name erwähnt. Das heißt, du sollst Bismillah sagen. Oder Bismillahirrahmanirrahim. Aber die Mehrheit von den Ulama, ich sage die größte Mehrheit von Schafi'iyya, auch bei Hanabila und auch bei Malikiyya, die größte Mehrheit. Und das ist inshallah die richtige Meinung. Denn meistens, yani zu großen Prozent, 90% und mehr, meistens haben die Mehrheit recht. Muss nicht sein. Aber meistens haben die Mehrheit immer recht. Denn diese Umma, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala segnet diese Umma durch ihre viele Anzahl von Ulama, die über einen Punkt forschen. Und dann sagen sie so, da kommt die größte Mehrheit mit einer Meinung und am meisten ist das wirklich die richtige, wenn man das richtig untersucht. Meisten sagen Sunnah. Also ist keine Pflicht, damit man nicht, ist Sunnah, dass du Bismillah sagst oder Bismillahirrahmanirrahim. Beides. يبدأ فيسمى الله. Er beginnt und mit Bismillah. Dann sagt er, ولم يره بعضهم من الأمر المعروف. Manche von denen, von ihnen, was meint er mit ihnen? Von علماء المالكية. لم يره بعضهم من الأمر المعروف. Manche von ihnen sehen dies, was meint dies? Bismillah. Sehen dies nicht von den bekannten Dingen. Was meinen Sie hier mit bekannten Dingen? Medina. Medina. Praxishandlung von Medina. Also, in Medina haben sie nicht festgestellt, dass Sahaba dabei oder Tabi'in vor dem Wudu Bismillah gesagt haben. Also ohne Bismillah. Und fang an. Ja? Deswegen sagt وَلَمْ يَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنَ الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ. Und wir haben viele Ahadith von Muhammad s.a.w. bzw. Abu Huraira bzw. Zayd ibn Asim, also diese Wudu-Ahadith, wo der Sahabi sagt, soll ich euch zeigen, wie Muhammad s.a.w. Wudu gemacht hat? Dann haben sie gesagt, ja, mach mal. Dann hat er den Schüssel genommen, hat seine Hände gewaschen, seinen Mund, wo ist Bismillah? Wenn er wirklich die Sache richtig übertragen möchte, wie Muhammad s.a.w. gemacht hat, dann sag Bismillah, hätte er das gesagt. Das ist ja von den Dingen, die Malikiya-Meinung stärken. Dass das nicht unbedingt eine Pflicht ist und dass man das als Pflicht sieht, weil der Hadith sagt, La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi fih. Der Wudu ist ungültig für denjenigen, der nicht den Namen Allahs dabei erwähnt. Und hier heißt das, Namen Allahs zu erwähnen, heißt, dass du Allahs gedenkst. Wenn du mit Wudu anfängst, das heißt, du stellst ihn in den Vordergrund, ich mache das ja Allah für dich. Ja, so ist das. Es gibt manche Ulama, von Tabi'in, dass sie von Sahabi gehört haben, er hat ein Dua während dem Wudu erwähnt. Aber es gibt keine jetzt authentische Überlieferung bis zum Propheten, so wie ich weiß, die das besagt, aber es kann, solange es ein Sahabi gemacht hat, man könnte das machen. Allahumma barik li fi rizqi, wa barik li fi mali, wa barik li fi ahli. O Allah, segne mir meine Versorgung, segne mir meine Familie und segne mir. Das ist eine, während der Wudu wiederholt man das, aber man muss das nicht machen. Also sag, manche von ihnen sehen dies nicht von den bekannten Dingen. Das heißt, das ist keine bekannte Sache in Medina, dass man Bismillah sagt. Ja? وَكَوْنُ الْإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ أَمْكَنُ لَهُ فِي تَنَاوُلِهِ. Er sagt, und dass der Schüssel auf der rechten Seite ist, das ist deswegen, weil es für ihn leicht ist, davon Wasser zu nehmen. Als ob er uns sagt, das hat mit Sunna nichts zu tun. Sondern man macht das,
nur weil es günstig zum Gießen ist. Deswegen machst du das auf der rechten Seite. وكون الإناء في يمينه أو على يمينه أمكن له في تناوله. Das heißt, dass er den Schüssel auf der rechten Seite hat, nur weil es günstig ist zum Waschen. Das heißt, aus diesem Winkel und nicht, weil es Sunna ist. والله أعلم. Dann sagt er, ويبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. Er sagt, dann beginnt er, indem er seine Hände wäscht, bevor er sie in den Schüssel reinmacht. Dreimal. Dreimal. Und das Waschen von der Händen, von den Händen hat zwei Arten. Eine ist besser als die andere. Fangen wir mal mit normale, nicht die beste, sondern normale. Das heißt, dass du Wasser auf deine Hand gießt und nicht so reinmachst, sondern darauf gießt. Und dann nimmst du dieses Wasser und dann machst du das auf den beiden Händen. Und die eine Hand wäscht die andere Hand. So. Und das machst du zweimal, dreimal. Ja? Die andere Art, und die ist besser, dass du das Wasser nimmst für eine Hand, du wischst eine Hand und du nimmst nochmal eine Hand und du nimmst etwas eine Hand und danach nimmst du für die andere Hand wieder dreimal. Ja? Oder zweimal. Denn wir haben in dem Wudu, und passt auf, Imam Malik sieht bei dem Wudu keine bestimmte Zahl. Hauptsache für ihn ist Waschen. Es gibt nicht eine oder zwei oder drei. Aber drei ist das Beste. Drei ist das Beste, weil man dadurch richtig weiß, ich habe das gut gewaschen. Aber man kann auch nur eine machen. Und man kann auch nur zweimal machen. Und man kann so und so. Während ein Wudu mal zwei mal drei. Das haben wir in dem Hadith. فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. Nein, nein, nein. Nein, drei ist die höchste Zahl. Über drei sehen die Ulama nicht. Der hat seine Hände gewaschen. Zweimal, zweimal. Warum steht in dem Hadith marrataini, marratain? Zweimal, zweimal. Das heißt für jede Hand, sonst wäre die zweite zweimal überflüssig. Und wenn es nur einmal, zweimal wäre, فَغَسَلَ يَدَيْهِ marratain. Er wischte seine Hände zweimal, dann so, zweimal. Aber als er gesagt hat, marratayni, marratayni, zweimal, zweimal, dann wissen wir, er hat hier zweimal gewaschen und hier zweimal gewaschen. Der Hadith ist authentisch bei Bukhari, Muslim und Muwatta, Imam Malik, so zweimal. Und in einer anderen Überlieferung dreimal, aber nur so, nicht dreimal, dreimal, sondern nur dreimal. Ja? Und manche Ulema, deswegen sagen sie, alle drei Arten, zwei Arten, die wir gesagt haben, sind von Sunna. Dann sagt er, فَإِنْ كَانَ قَدْ بَالَ أَوْ تَغَوَّطَ غَسَلَ ذَلِكَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ. Er sagt, wenn er aber vorher uriniert hat oder Stuhlgang hatte, dann soll er seine Hände davon waschen, dann macht er Wudu. Was heißt hier diese Hände waschen? Diese Hände waschen hat mit Sunna nichts zu tun oder mit Sunna Wudu. Mit Wudu Sunna nichts zu tun, sondern du musst deine Hände waschen, weil damit du diesen Schmutz wegmachst und Geruch und. Du musst das extra waschen und danach fängst du an mit Wudu. Und wie fängt Wudu an? Mit Bismillah und nochmal die Hände dreimal waschen. Also, nach der Toilette Stinja wäscht man seine Hände extra. Das ist extra für die Sachen, die du gemacht hast. Und danach machst du Wudu. Und damit fängst du mit Bismillah und dann die Hände dreimal waschen. Dann sagt er, ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاء. Dann macht er seine Hand, يَدَهُ, nicht يَدَيْهِ, nicht so die beiden Hände, sondern يُدْخِلُ يَدَهُ. Dann macht er seine Hand in den Schüssel rein, weil er seine Hände schon gewaschen hat.
Und hier sagen wir eine Sache. Wenn es keine Möglichkeit gibt, dass du eine Schüssel hast, wie macht man das? Und du hast Schmutz oder du hast Unreinheit, nicht Schmutz, Unreinheit in deinen Händen. Wie kannst du dich dann waschen? Weil du musst die extra draußen waschen und du kannst das nicht, das ist ein großes Becken. Da sagen die Ulama al-Malikiyya, wenn du weißt, dass du dadurch, wenn du deine Hände dort wäschst, dass du das Wasser unrein machst von Farbe, Geruch, ja, oder Geschmack, dann darfst du dich davon nicht waschen. Was macht man? Ne? Tayammum. Tayammum. Das heißt, wenn das Wasser unrein wird. Aber wenn das Wasser so von der Menge so groß ist, dass sich gar nichts ändert, dann darfst du davon waschen und machst du Tayammum davon. Das war nur Zwischenklammer. Dann sagt er, dann macht er seine Hand in dem Schüssel. فيأخذ الماء فيمضمض فاه ثلاثا من غرفة واحدة إن شاء أو ثلاث غرفات. Das heißt, er sagt, dann nimmt er das Wasser in seine Hand, فيمضمض فاه, dann macht er das in seinem Mund mit dem rollen lassen in den Mund. ثلاثا من غرفة واحدة. Das heißt, er macht so und dann machst du das dreimal. Dreimal von ein einziges Mal oder ثلاث غرفات. Das heißt, du nimmst einmal raus, nochmal einmal raus und nochmal einmal dann raus. Beide Methoden. وإن استاك بأصبعه فحسن. Er sagt, wenn er Siwak mit seinen Finger macht dabei, dann ist es gut. Hier hat nicht jetzt damit, dass man so macht. Bei der Sunna, man macht nur Wasser und raus. Aber er nimmt das von der Seite von Siwak, weil es zu Sunna gehört, Siwak zu benutzen. Aber du findest kein Siwak und du willst übertreiben an Reinigung, dann kannst du mit deinem Finger machen. Kein Problem. Ja, damit man die Reinheit gut erfüllt. وَإِنْ اِسْتَاكَ بِأُصْبُعِهِ فَحَسَنْ. Wenn er Siwak mit seinem Finger macht, dann ist gut. ثُمَّ يَسْتَنْشِقُ بِأَنْفِهِ الْمَاءَ وَيَسْتَنْثِرُهُ ثَلَاثًا. Er sagt, dann يَسْتَنْشِقُ, er zieht das Wasser in seine Nase rein, وَيَسْتَنْثِرُهُ, und er schießt das raus. Er macht, schmeißt das raus, dreimal auch. So, so. Und hier sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser Prophet sagt, وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Und übertreibe beim Istinshaq, beim Reinziehen vom Wasser, außer wenn du was? Wenn du fasten bist. Dann mach das nicht. Beziehungsweise auch was? Madmada. Du musst davon übertreiben, auch sogar es wurde überliefert, dass der Prophet das mit dem Rachen gemacht hat. Und dann rausschmeißen. Ja, genauso mit Listinschach. Ziehen und raus, damit man das gut reinigt. يجعل يده على أنفه كامتخاطه. Das ist sehr wichtig. Er sagt, er muss seine Hand in seine Nase machen, kamtichate, das heißt, genauso wenn er das wegmacht, wenn er Schleim hat, dann benutzt er seine Hände, dabei benutzt er auch seine Hände. Denn die Ulama sehen das als Makruh, wenn man Listinthar, das Rausmachen von dem Wasser, ohne Hände zu benutzen. Das ist wie Esel. Wie Esel. Esel, Yastanthar, er macht auch Listinthar, aber nur mit Luft. Ja, nur deswegen haben die Ulama das als verpönt gesehen. Du musst unbedingt deine Finger benutzen. Und er sagt, وَيُجْزِئُهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثٍ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ.
Er sagt, und es ist auch gültig, wenn er weniger als die Zahl 3 macht. Bei Madmada und bei Istinshaq. Beziehungsweise Istintar. Wenn wir sagen Istinshaq, Istintar ist sowieso inklusiv. Weil du kannst nicht nur Istinshaq machen ohne Istintar. Deswegen erwähnt er nicht Istintar danach. Er sagt, es ist gültig, mach mal deine Füße bitte. Es ist gültig, dass man unter der Zahl 3 macht bei Madmada sowie bei Istinshaq. Du kannst es einmal machen. Du kannst auch zweimal machen, du kannst auch dreimal machen. Und dann macht er auf eine andere Sunna aufmerksam. Er sagt, وَلَهُ جَمْعُ ذَلِكَ فِي غَرْفَةٍ وَحِدَ وَالنِّهَيَةُ أَحْسَن. Er sagt, und er darf Al-Matmada, Al-Istinshaq, Al-Istinthar von einem Wasser, wie heißt das? Von einer kleinen Menge, was man in Hand, Handmenge Wasser. Das heißt, alles von einmal, wie macht man das? Du nimmst Wasser, eine Menge, du, die Hälfte, sage ich mal, nimmst du, die andere Hälfte machst du so. Gleichzeitig, das muss man nur durch Training und durch ein bisschen Übung, dann hat man das. Gleichzeitig, du arbeitest oben und gleichzeitig bewegst du. Das ist kein Problem. Am Anfang ist das ein bisschen schwer, aber wenn man das trainiert, das ist ganz einfach. Gleichzeitig, du bist am Istinshaq und Istinshaq und du rollst das Wasser, du lässt das Wasser rollen. Das hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Alles in einmal. Das heißt, beim Istinshaq spuckst du auch raus. Also spucken vom Mund und spucken von dem, von der Nase. Ja? Und das macht man durch ein einziges Mal mit einer Hand und das machst du dreimal. Er sagt, das darf man machen. Aber was hat er empfohlen? Er sagt, das heißt, das andere ist besser. Das andere ist besser, weil das ist über, an Reinheit übertrieben als, in Reinheit als das andere. Ja? Aber das, die beiden Sachen wurden erwähnt über den Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ich muss mal aufpassen, ob das Nihaya hier diese letzte Sache ist oder nicht. Warte mal. Was ist besser? وَالنِّهَايَةُ أَحْسَن. Dann gucken wir mal hier, was die Schurrah gesagt haben. Hier. وَالنِّهَايَةُ أَحْسَن أَيْ أَفْضَلُ وَهِيَ أَنْ يَتَمَضْمَضَ مِنْ ثَلَاتٍ وَيَسْتَنْشِقَ مِنْ ثَلَاتٍ. Genau, so habe ich auch das in Erinnerung. وَفِعْلُهَا بِسِتٍ أَفْضَلْ وَجَازَ وَأَحَدُهُمَا بِغَرْفَةٍ تلخص أن السنة تحصل بمرة ولكن يكره الاقتصار على المرة الواحدة وأن الأحسنية المشار إليه بقوله والنهاية أحسن بين الثلاث والاثنين لأن المرة الواحدة لا حسن فيها. أوكي إذا النهاية das heißt die erste Sache ist besser dass man für المضمضة Wasser nimmt und für الاستنشاق والاستنثار extra Wasser nimmt und manche علماء sagen النهاية heißt mit der Anzahl. Das heißt, 3 und 2 ist gut. Aber 1 sehen Sie als Makruh, weil das reicht nicht. Meistens reicht es nicht. Und deswegen 2, 3. Und 3 ist gut. ثم يأخذ الماء إن شاء بيديه جميعا وإن شاء بيده اليمنى فيجعله في يده جميعا ثم ينقله إلى وجهه فيفرغه أو يفرغه عليه غاسلا له بيديه من أعلى جبهتيه. Hier passt auf. Jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Sache. Er sagt, dann nimmt er das Wasser, wenn er will, mit beiden Händen. Das heißt, du nimmst das Wasser mit beiden Händen, wenn du willst. Und wenn er will, nimmt er das mit der rechten Hand und macht er das Wasser auf den beiden Händen, dann transportiert er das Wasser. Das heißt, du musst das bringen zu irgendeinem Ort. فَيَنْقُلُهُ. Er sagt, ثُمَّ يَنْقُلُهُ إِلَى وَجِهِ. Dann bringt er das Wasser zu seinem Gesicht. Dann lässt er das Wasser von oben fallen. Von dem Stirn, sagt er. Von dem Stirn fallen. Fallen. Hier haben die Ulama gesagt, es gibt zwei Arten, was von Menschen benutzt werden, die sind abgelehnt und das heißt nicht Ghaslul Wajh. Manche Leute, sie nehmen zwar das Wasser in Hand, aber er geht mit seinem Gesicht
So. So. Nein, die Hände müssen zum Gesicht kommen und nicht das Gesicht muss hinkommen. Ja? Oder manche nehmen zwar Wasser in die Hand, aber wenn sie das Gesicht erreichen, lassen sie erstmal das Wasser fallen und dann machen die so. Das heißt auch nicht waschen. Also, das Wasser muss genommen werden zum Gesicht und dann muss von oben fallen, von den Stirn fallen. Und dann begann der Imam genau zu zeigen, wo das Gesicht beginnt und wo das Gesicht endet. Er sagt, وَحَدُّهُ مَنَابِتُ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ دَقْنِهِ. Das ist jetzt von Nord-Süd-Richtung, von oben nach unten. Er sagt, und die Grenzen von dem Gesicht ist von der Anfangsorten von Haare, wo die Haare wachsen, ja, bis zu der letzte Punkt von Dacken. Das ist Kinn, genau. Also letzte Punkt von Kinn. Das heißt, was unter dem Kinn ist, gehört zum Gesicht? Nein, nach der Ulema von Malikiya gehört es nicht. Gehört zu dem Gesicht? Nein, gehört nicht zum Gesicht. Das ist Gesicht. Hier, mit dem Kinn hier, ist die Grenze, beziehungsweise die Anfangshaare, also wo die Haare anfangen. Haaransatz für denjenigen, der keine Glatze hat. Weil wenn du dem glatzen Mensch sagst, Haaransatz, dann muss er von hier anfangen. Von oben. Nein. Wenn er Glatze hat, dann fängt er an, wo üblicherweise Haare wachsen. Ja? Wo Haare üblicherweise wachsen. Da fängt er an. وَحَدُّهُ مَنَابِتُ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ دَقْنِهِ. Bis zu den Spitze von seinem Kinn. وَدَوْرُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ حَدِّ عَظْمَيْ لِحْيَيْهِ. Herr sagt er jetzt, und auch die Rundung von seinem Gesicht. Wie weiß man die Rundung? Durch Lahyei. Und Lahyei, das sind zwei Knochen, Gesichtknochen. Das sind die großen Knochen des Gesichtes. Kiefer. Der geht bis hier. Das heißt Al-Lihi. Deswegen heißt Lihya. Lihya, weil die wächst auf Lihi. Auf den Adam, auf diesen Knochen heißt Lihi. Deswegen heißt die Lihya. Also, das ist die Rundung vom Gesicht, wissen wir. Und diese weiße Farbe, er wird darüber sprechen. Hier, guck, wir sehen hier Bart, aber hier ist ein weißer Bereich. Da wird er auch darüber sprechen. Ila Sudrei. Bis hier Sudrei, und das sind die, das gehören auch zu dem Gesicht. Bevor wir damit anfangen, lass uns mal erstmal. Die Lihya, Bart, gehört zu dem Gesicht nur, was oben ist, was in der Oberfläche ist. Vom Gesicht gehört zum Gesicht. Was drinnen ist, gehört nicht zum Gesicht. Deswegen bei Ulama al-Malikiya, du nimmst das Wasser und machst du so. So. Reicht, wenn du von außen machst. Ja? Wenn man rein macht, ist es kein Problem, es ist Sunnah, aber wir reden hier über die Pflicht. Ja? Reicht, wenn man drüber. Wenn die Lihya groß ist, dann geht man mit der Lihya, obwohl diese große, manche Ulama sehen das als Makruh, übertriebenen Lihya zu sein. Das heißt, dass die Lihya zu groß ist. Das haben die Ulama als Makruh gesehen. Es muss schon ein Ende haben und das Beste ist ja eine Handgröße. Allahu a'lam. Allahu alam. Sadr ja ist ja hier. Sadr fängt ja mit diesen beiden Knochen. Und ja, das ist ja auch mit einer Handspanne, kann man es vorher erreichen, denke ich mal. Aber man darf auch darüber gehen, aber darf nicht in ein Niveau kommen, wo es auffällig und übertrieben ist. Ja? Ich sage mal wie Papa Noel oder wie heißt er auf Deutsch? Weihnachtsmann. Das nicht. وَحَدُّهُ مَنَابِتُ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى طَرَفِ ذَقَنِهِ وَدَوْرُ وَجْهِهِ كُلِّهِ مِنْ حَدِّ عَظْمَيْ لَحْيَيْهِ
إلى صدغيه. Und hier, jetzt redet über die Beschreibung von Gesicht waschen. Sagt, وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى مَا غَارَ مِنْ ظَاهِرِ أَجْفَانِهِ وَأَسَارِيرِ جَبْهَتِهِ وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ مِنْ طَرَفِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْفِهِ يَغْسِلُ وَجْهَهُ هَكَذَا ثَلَاثًا. Also, sagt, dann nimmt seine Hände und bringt das in seinem Gesicht. Besonders wo? Maghara min dahir ashfani. Alles, was drin liegt, wie in einem Loch, was drinnen liegt, wie al-ajfan, wie heißen die? Wimpern. Nein, nicht die Wimpern. Ja. Ah? Augenlider. Augenlider, genau. Wie die Augenlider, al-ajfan, wa asariri jabha, für denjenigen, der in seinen Stirn Falten hat, auch in den Falten, dass seine Falten auch macht. وَمَا تَحْتَ مَارِنِهِ مِنْ ظَاهِرِ أَنْفِهِ. Das heißt, auch dieser Bereich unter den Nasen muss gehört alles zum Gesicht. يَغْسِلُ وَجْهَهُ هَكَذَا ثَلَاثًا. Sagt, wäscht sein Gesicht so dreimal. Merkt ihr? Dreimal, 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 dreimal. Ja? ثَلَاثًا. يَنْقُلُ الْمَاءَ إِلَيْهِ. Guckt mal hier, der Imam betont das nochmal. Bringt das Wasser zum Gesicht. Nochmal. Bringt das Wasser zum Gesicht. وَيُحَرِّكُ لِحْيَتَهُ فِي غَسْلِ وَجْهِهِ بِكَفِّهِ. Bewegt, oder man bewegt seine Lichya, sein Bart, während Gesichtwaschen, بِكَفَّيْهِ, mit den beiden Kaffeien. Und Kaffeien, das ist الكف. Handfläche, so. Das heißt, man bewegt seine Bart. ليدخلها الماء لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء. Sagt, damit das Wasser Lichya erreicht und in dem Lichya reindringt. لدفع الشعر لما يلاقيه من الماء. وليس عليه تخليلها في الوضوء في قول مالك. Hier bringt die Aussage von Malik. Sagt, und er muss nicht seine Lichya von innen waschen. Nach der Aussage von Malik. Wie manche Leute, sie nehmen Wasser und dann kommen sie hier rein und beginnen sie das Lichya von innen zu waschen. Sagt, das muss er nicht machen. Das muss nicht machen nach Malik, wallahu a'lam. وَيُجْرِي عَلَيْهَا يَدَيْهِ إِلَىٰ آخِرِهَا. Sagt, nimmt seine Hände auf den Lichya, bis das Ende erreicht wird von Lichya. Das heißt, es gehört zum Gesicht. Weil letztendlich das Gesicht ist das, was ich sehe. Und dein Lichya gehört dazu. Auch wenn sie nach unten wächst, dann machst du auch bis unten, das gehört alles zu deinem Gesicht, sozusagen. Ja? ثم يغسل يديه. Dann sagt ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا او اثنين. Dann wischt seine rechte Hand dreimal oder zweimal. Warum sagt hier ganz bestimmt dreimal oder zweimal? Obwohl dasselbe hat ihm gefehlt bei Händewaschen am Anfang. Denn bei Händewaschen am Anfang gibt es zwei Überlieferungen. Zweimal oder dreimal. Du kannst zweimal waschen und weiter. Oder dreimal waschen und weiter. Und die zweite Sunna kommt jetzt hier. Die Hände bis zu den Ellenbogen gibt zwei Sunnen. Zweimal und oder dreimal. Wie du willst, ist es richtig. Nur wenn du hier zwei machst, dann mach hier auch zwei. Wenn du hier drei machst, dann mach auch hier drei. Und hier wird wieder beschreiben, wie man das hier macht, wie man seine Hand wäscht. Sagt, يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض. Sagt, füllt, macht das Wasser auf seine Hand, lässt Wasser auf seine Hand fallen, also kommen,
Und dann beginnt er mit seiner linken Hand zu drücken oder zu waschen. Und dann soll er mit den beiden Händen zwischen den Fingern waschen. Viele von den Leuten vergessen bei Händewaschen hier diese Teil zu waschen, weil er denkt, ich habe ja am Anfang das gewaschen, also jetzt wasche ich hier. Dann hat, was hat er gemacht? Er hat den Pflicht kaputt gemacht und die Sunna richtig gemacht. Das ist eine Pflicht. Jetzt kommst du eigentlich zu Wudu. Alles andere außer Gesicht ist keine Pflicht. Jetzt kommst du zur Pflicht und gehst du damit leichtsinnig? In Pflicht sagt Allah Ta'ala, فَوَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Das ist Pflicht. Wascht eure Hände bis zu Ellenbogen. Wo ist Hand? Das ist Hand, bis Ellenbogen. Viele Leute machen nur hier. Pflicht ist kaputt, Wudu ist ungültig. So. Ungültig, dieser Wudu. Deswegen muss man unbedingt diese Teil nicht vergessen. Und wenn Allah Ta'ala sagt, أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, wascht eure Hände bis zu den Ellenbogen, das heißt, ich fange von hier bis zu den Ellenbogen. Ja, also ich nehme das Wasser, lasse ich das so, und dann wasche ich erstmal hier und hier, und dann gehe ich so und hier. Und إِلَى الْمَرَافِقِ, dieses إِلَى, تُفِيدُ الْغَايَة. Das heißt, die ist für... Die wird in arabischer Sprache benutzt für Ziele. Ila Berlin. Ich gehe nach Berlin. Wenn ich euch sage, ich gehe nach Berlin, aber ich bin gekommen mit der Autobahn, bis Schild gekommen ist, Berlin. Und dann bin ich da, ich habe gesagt, ich war in Berlin. Oder ich bin bis Berlin gekommen. Nein, bis Berlin zu kommen, das heißt, du musst doch die Stadt erreichen. Da ist noch nicht Berlin. Aber du musst die Stadt erreichen. Und deswegen, das ist jetzt nur ein Beispiel, dieses Ila, der Zielort, muss mit eingeschlossen werden. Nicht, dass man bis hier macht und dann lässt man den Ellenbogen. Nein, Ellenbogen muss auch gemacht werden. Ila al-Marafiq, bis zu den Ellenbogen, das heißt, die müssen auch mitgewaschen werden. Und indem man rollt, damit mit seiner linken Hand rollt und dann wäscht. Dann sagt der Imam, ثم يغسل اليسرى كذلك. Dann wischt er die linke so gleich wie vorhin. وقد قيل إليهما حد الغسل فليس بواجب إدخالهما فيه. ويبلغ فيهما بالغسل إلى المرفقين. يدخلهما في غسله. Er sagt, er wäscht seine Hände bis zu den Ellenbogen und dabei muss er die Ellenbogen mit einschließen, also bei dem Waschen. وَقَدْ قِيل, er sagt, وَقَدْ قِيل, hier